Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinichs Zeitgedanken an diesem Morgen, dem 20. April 2023 und am Vormittag natürlich mit Losung und Lehrtext. Beide Texte sind auch schon eingeblendet. Ich hoffe, Sie hatten eine gesegnete Nacht, konnten sich erholen. Und bevor Sie nun starten und an die viele Arbeit gehen, da lade ich Sie wieder ein, beide Texte ein wenig zu bewegen. Der Herr sprach, ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette, um meinetwillen. So heißt es im 2. Könige 19,34. Ja, es ist eine Auseinandersetzung, und zwar zwischen Hiskia, dem König der Israeliten, und dem assyrischen König. Und früher hat man sich ja gegenseitig auch schon Angst einjagen wollen, und das hat der assyrische König hier auch getan mit einer ganz großen Raffinesse. Er hat gesagt, euer Gott ist doch nur ein Götze, der kann doch nichts, der kann nichts verrichten, der ist schwach und wir werden euch überfallen, besiegen und ihr habt keine Chance gegen uns. Heute argumentiert man nicht mit Gott, heute argumentiert man mit Waffen, aber auch auf der emotionalen Ebene. Wir wissen, wenn wir in den Krieg geführt werden sollen, dann hält man uns Dinge vor, die uns empören, die unsere Wut steigern und die dann natürlich auch klar machen, ja, es lohnt sich, gegen den anderen zu kämpfen. Hier damals ist diese Art Kriegsführung noch ganz anders ausgetragen worden. Hier greift man die Götter oder Gott an. Und die Israeliten und der Hiskia, der König, bekommt natürlich ein wenig Angst. Und da geht es dann darum, dass er aber die Hilfe zugesagt bekommt. Und zwar eine Hilfe von Gott selbst, dass er die Stadt retten will. Und zwar um seines eigenen Interesses willen. Ja, das ist es, wenn wir uns wirklich an Gott wenden, dann bekommen wir Zeichen, Zusagen, dann wird Gott für uns streiten und das hat sogar ein König damals für sich in Anspruch nehmen dürfen und das dürfen auch wir heute in unserer Zeit. Und wenn man uns heute mit anderen Mitteln die Angst geradezu einjagt, dass wir in den Krieg ziehen müssen, dann wissen wir, dass Krieg überhaupt kein Mittel ist, um irgendetwas auszutragen und deshalb ist es auch wichtig und richtig, dass wir uns von Gott leiten lassen und ihn streiten lassen. Wir müssen nicht für unser Recht sorgen. Gott wird es aufrichten. Und das ist etwas ganz, ganz Großes, was wir immer wieder vergessen. Dass wir denken, ja, wir müssen es richten. An uns liegt es jetzt. Und alles müssen wir in die Waagschale werfen. Es gibt auch eine Stelle, da heißt es, wenn ihr stille gewesen wäret und gehofft hättet, wäre euch geholfen worden. Es ist nicht immer der blinde Aktivismus gefragt, der alles über den Haufen wirft, sondern es ist Gottvertrauen gefragt und Hiskia bekommt das hier ganz, ganz groß zu spüren und darf es erleben, wie Gott dann letztlich diese Stadt errettet, wie er sie also auch bewahrt. Also ein wunderschönes Wort für uns heute, dass wir uns an Gott wenden dürfen und damit rechnen dürfen, dass er es für uns richtet. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater wohlgefallen, dass euch das Reich zu geben. Das ist aus dem Lukasevangelium und davor ist eine wundervolle Aufzählung zu entdecken. Da geht es darum, dass wir uns nicht Sorgen brauchen. Da kommt das Bild vom Sperling, von der Lilie, von allem, wie er uns versorgt, für Essen und Trinken sorgt und was tun wir nicht alles und wie viel Sorgen treiben uns nicht alle um, weil wir meinen, wir müssen für die Zukunft sorgen, wir müssen für das Heute und Übermorgen und dann auch noch für unseren Ruhestand sorgen. Es ist verrückt, wie die Menschen in den letzten Jahrzehnten, und man ist ja selber auch damit beschäftigt, wirklich alles dran gibt, um dann auch versorgt zu sein, dass man dafür noch genug hat und sonst hat man ja die Angst, dass man zu kurz kommen könnte oder dass man eine medizinische Behandlung nicht bekommen könnte oder dass man sogar hungern müsste. Und diese Zusage nach dieser ganz großen Aufzählung, dass wir uns überhaupt nicht sorgen müssen, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Da wird nämlich gesagt, dass die Heiden, die Nichtgläubigen,
die machen sich Sorgen. Die müssen alles absichern. Und diese Menschen, die können nicht aus dem Gottvertrauen herausleben. Und ich weiß selber, ich spreche jetzt nicht mehr wie der Blinde von der Farbe, sondern wie es sich anfühlt, wenn man eigentlich nichts mehr hat und plötzlich darauf angewiesen ist, dass Gott einem die Hände füllt. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wundervolle Erfahrung, die ich habe machen dürfen, wie es dann auch auf einmal weiterging, wie man dann auch für mich gesorgt hat. Und das war eigentlich der Glaube in der Praxis, den man dann erleben, erfahren durfte. Und deshalb möchte ich, weil ich weiß, wie schwer es ist, davon Abstand zu nehmen, einfach auch Mut machen. Mut machen und zu sagen, warum? Warum soll ich alles vorsorgen? Und warum soll ich so viel auf die Kante legen? Und warum brauche ich so viel Absicherung? Sich wirklich in Gottes Hände fallen lassen, ihn anrufen und ihm vertrauen, dass es gehen wird. Das ist doch die Sache. Das heißt natürlich nicht, dass man die Beine auf den Tisch legt und dann sagt, ja, ich lasse mich einfach bedienen. Nein, seine Aufgaben nachgehen, die Gott für uns bestimmt hat und dergleichen mehr. Aber aus dieser Wahnsinnsangst und Vorsorge herauszutreten und zu sagen, ich tue das, was in meinen Händen liegt. Ich gehe meinen Aufgaben nach und dann wird Gott für mich sorgen. Zwei große Beispiele, wie Gott eingreift, einmal bei einem König sogar eine ganze Stadt bewahrt und hier auch die große Zusage, sorget euch nicht, ich werde es für euch handeln. Geht euren Bestimmungen nach, macht eure Tagesaufgabe und seht zu, dass ihr Gott das Vertrauen schenkt. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen, in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen einen wundervollen Donnerstag. Genießen Sie ihn und denken Sie daran, wenn Sie wieder von Sorgen umgetrieben werden, richten Sie Ihr Gebet an Gott, wenden Sie sich zu Gott und bitten um Hilfe, um das Vertrauen und dann kann ich garantieren, dass sich vieles bewegen wird. Eine wundervolle Aussicht auch zum Ende der Woche und für die uns vor uns liegende Zeit. Die vielen Hiobsmeldungen, die da kommen, können wir so ganz einfach schultern und sagen, ja, Gott hat ein Auge auf uns und das ist doch eine wundervolle Botschaft. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie mögen, verteilen Sie diesen Stream oder erzählen Sie von dieser Botschaft auch in der Öffentlichkeit. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini von den Zeitgedanken, hier aus Wiesbaden, Appenzell, Innerrhoden, auf Wiederloge. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier
nach Reichtum und Macht, war es der Teufel in Macht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.